Ja, guten Abend allerseits. Ich begrüße Sie zur zweiten Vorlesung innerhalb von Kunstgeschichte als Kulturwissenschaft. Vielleicht nur kurz eine Frage. Gibt es Kolleginnen oder Kollegen, die letztes Mal noch nicht da waren? Aha, also doch einige. Also falls Sie nicht von der Angewandten sind, aber eine Prüfung machen wollen am Schluss des Semesters, müssen Sie unbedingt mitbelegen. Und wenn Sie mitbelegen und sich anmelden, dann haben Sie auch sozusagen den Zugriff zur Base. Das heißt, auf der Base finden Sie dann jeweils nach jeder Vorlesung die entsprechende PowerPoint und auch eine Literaturliste. Aber nicht den Text. Der Text, also sozusagen das, was ich jetzt spreche, das werden wir erst im Herbst auf YouTube stellen. Also nur zu Ihrer Information. Gibt es sonst irgendwelche organisatorischen Fragen? Okay, alles klar, schön. Also, wir haben uns in der letzten Stunde zuerst einmal mit einigen Voraussetzungen beschäftigt, was man eigentlich als kulturwissenschaftlich orientierte Kunstgeschichte verstehen kann. Ich habe Ihnen aber auch gesagt, dass wir das eigentlich ganz konkret an Beispielen in dem Semester besprechen werden und erst am Ende des Semesters in einer Schlussdiskussion versuchen wollen, nochmal sozusagen diesen methodischen Ansatz als solchen nochmal herauszuarbeiten. Und wir haben dann begonnen, uns mit der christlichen Gottesvorstellung zu beschäftigen. Also wir haben gesehen, aus was für Quellen eigentlich dieses Gottesbild entstanden ist und haben versucht, es auch ein bisschen zu charakterisieren. Und wir beschäftigen uns heute mit der Schöpfungsgeschichte und insbesondere mit der Entstehung des Menschen, also mit der Repräsentation der Entstehung des Menschen. Und das heißt natürlich mit der Entstehung von Mann und Frau. Und diese Geschichte, ja, diese Grundgeschichte ist für die Frage, wie das Verhältnis der Geschlechter dann konzeptualisiert worden ist, ganz grundlegend. Also hier haben Sie ein schönes Beispiel dieser Schöpfungsgeschichte. Sie kennen das sehr wahrscheinlich so ungefähr, dass die Vorstellung war, dass Gott eben die Welt erschaffen hat, dass er zuerst Licht und Finsternis geschieden hat, dass er dann die Erde vom Wasser geschieden hat, dass er die Gestirne an den Himmel gehängt hat, dass dann die Pflanzen entstanden sind, dass er die Fische im Wasser geschaffen hat, die Vögel in der Luft und dann am sechsten Tag alle Tiere auf der Erde und auch eben den Menschen. Nun, diese jüdische Schöpfungsgeschichte, die das Christentum ja Tale Quale übernommen hat, ist nicht, wie man vielleicht glauben könnte, so etwas wie ein Urtext, sondern es ist ein Text, der über viele, viele Jahrhunderte langsam entstanden ist, in verschiedenen Versionen entstanden ist und immer wieder mündlich tradiert worden ist. Und das ist klar, bei einer mündlichen Tradition, wenn das nicht schriftlich fixiert ist, gibt es natürlich unterschiedliche Versionen und es gibt auch Widersprüche. Und erst sehr spät, also das ist ein bisschen unklar, ob es einheitlich verschriftlicht worden ist, aber zu verschiedenen Zeiten, aber sehr wahrscheinlich ist es wirklich erst so im 7. Jahrhundert verschriftlicht worden, also sehr, sehr spät. Was interessant ist, ist, dass man jetzt eigentlich doch immer mehr sieht, dass man auch die Quellen teilweise findet, auf denen diese Schöpfungsgeschichte beruht und wie anders sie teilweise erzählt worden ist. Und zwar hat erst kürzlich, also 2014, also das ist wirklich erst ein paar Jahre her, haben zwei niederländische Wissenschaftler, Mario Korpel und Johannes de Moor, von der Protestantisch-Theologischen Universität Amsterdam ihre Ergebnisse publiziert. Und zwar haben sie Tontafeln aus Ugarit aus dem 13. Jahrhundert vor Christus also
entziffert und publiziert. Und das ist jetzt ungefähr 700 bis 800 Jahre vor dem Alten Testament. Also einfach, damit Sie eine Vorstellung bekommen von den langen Zeiten, ja, hunderte Jahre, die so ein Mythos wiedererzählt wird und natürlich dann entsprechend auch verändert wird. Und es ist schon ganz interessant zu sehen, wie anders der dann erzählt worden ist. Das ist übrigens eben in ugaritischer Sprache und in Keilschrift ist dieser Text verfasst. Und ich fasse das nur kurz zusammen, damit Sie sehen können, wie, also was da sozusagen die eine der Ursprungsmythen war, wie der dann verändert worden ist. Also in diesem ugaritischen Text ist das so, dass es einen Kampf gibt zwischen dem Schöpfergott El, dem höchsten der Götter, aber da gibt es eben noch viele Götter, und einem Widersacher namens Horon. Und dieser Horon will El stürzen. Die Götter leben an sich in einem paradiesischen Garten, in dem auch der Unsterblichkeit verleihende Baum des Lebens wächst. Und Horon wird von dort verbannt, woraufhin er die Gestalt einer großen Schlange annimmt und den Baum des Lebens vergiftet und in einen Baum des Todes verwandelt, der alles Leben auf der Erde bedroht. Die Götter wählen einen aus ihrer Mitte, um den Abtrünnigen zu bekämpfen. Doch der Auserwählte, und der heißt nämlich auch Adam, der scheitert, als Horon in Form der Schlange ihn beißt und ihn so seiner Unsterblichkeit beraubt. Den verbliebenen Göttern gelingt es, Horon zu zwingen, den vergifteten Baum zu entwurzeln. So bleibt die Unsterblichkeit zwar verloren, aber das Leben kann weitergehen. Die Sonnengöttin erschafft als Partnerin für den nun sterblichen Adam eine gute Frau. Sie und Adam erlangen, indem sie Nachkommen zeugen, eine neue Form der Unsterblichkeit. Also Sie sehen diese ganzen, also praktisch die verschiedenen Motive sind eigentlich alle schon da. Gott, dann ein Widersacher, also der sowas ist wie der Teufel, eine Schlange, Adam, die Frage der Sterblichkeit oder Unsterblichkeit, der Baum des Lebens, dann eben der Baum, der die Unsterblichkeit verliehen hat, aber jetzt eben sozusagen zur Sterblichkeit zwingt. Also Sie sehen, das sind schon sehr viele Elemente, die vorhanden sind, aber die anders zusammengesetzt worden sind. In der jüdisch-christlichen Tradition sind das eben jetzt Adam und Eva. Adam heißt im Hebräischen Mensch und es ist verwandt zum Wort Adama, das heißt Erde. Also er ist eigentlich der, der aus Erde gemacht ist. Und Eva, hebräisch Chava, ist das Leben, die Belebte oder die Mutter aller Lebendigen. Nun, in der Genesis gibt es dazu zwei vollkommen divergierende Versionen. Das ist eigenartig, wenn Sie sich das vorstellen. Man denkt, das ist die Bibel, da steht die Wahrheit. Und es gibt aber jetzt zwei Versionen. Also wenn Sie sich einmal das Alte Testament vornehmen und das lesen, werden Sie das sehen. Die stehen einfach so hintereinander. Und das rührt eben genau daher, dass das alles aus uralten oralen Traditionen kommt und teilweise auch zu unterschiedlichen Zeiten sehr wahrscheinlich verschriftlicht worden ist, aber jedenfalls unterschiedliche Traditionen sind und man hat dann sozusagen beide in diesen Kanon hereingenommen. Nun, die ältere Fassung wird die jachwistische genannt, weil Gott hier Jahwe genannt wird. Und die jüngere Fassung, die wurde sehr wahrscheinlich im babylonischen Exil erst um 550 überhaupt niedergeschrieben und die wird Priesterhandschrift genannt. In dieser älteren Version schuf Gott Eva aus Adams Rippe. Ich lese Ihnen das vor, Genesis 2,21. Da ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen, sodass er einschlief, nahm eine seiner Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Gott der Herr baute aus der Rippe, die er vom Menschen genommen hatte, eine Frau und führte sie dem Menschen zu.
Sie sehen das hier in der karolingischen Grand Val Bibel dargestellt. Diese Bibel geht sicher auf frühchristliche, also das 9. Jahrhundert, aber geht ganz sicher auf ganz frühe frühchristliche Zyklen zurück. Übrigens haben die Theologen bis ins 16. Jahrhundert, bis zur Vesal, zur ersten Anatomie, immer gestritten, ob dem Mann eine Rippe fehle, also ob der Mann eine Rippe weniger habe wie die Frau. Eigentlich waren sie ziemlich überzeugt, weil muss der eigentlich sein, ja? Weil aus der einen Rippe ist ja Eva entstanden. Die jüngere Version heißt aber so: Gott schuf also den Menschen als sein Abbild. Als Abbild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Also das ist Genesis 1,27. Also das, auch hier gibt es schwierige theologische Fragen. Warum heißt es zuerst, er schuf ihn, und dann heißt es, als Mann und Frau schuf er sie. Aber jedenfalls ist diese Version so, dass Gott Adam und Eva geschaffen hat als Mann und Frau. Aber keine Rede davon, dass er Eva aus Adams Rippe geschaffen hat. Was aber jetzt interessant ist, und das ist, ich werde Ihnen das zeigen, das hatte eine unglaubliche Bedeutung, dass, obwohl eine Alternative ja möglich gewesen wäre, die ganze weitere Tradition auf dieser Rippenversion beharrt. Also man hätte ja auch, man hätte auch sozusagen sich auf diese andere Version beziehen können und sagen können, Gott schuf Mann und Frau, Adam und Eva. Sie werden vielleicht sagen, wieso ist das so bedeutsam, aber darauf werden wir noch zu sprechen kommen. Schauen Sie sich hier nochmal diese Grand Val Bibel an. Sie sehen, dass Gott den vor ihm liegenden Adam berührt mit den Händen am Kopf. Zwei Engel assistieren im Hintergrund. Und dann entnimmt Gott aus der Seite von Adam eine Rippe. Und im nächstfolgenden Streifen führt Gott dann Eva zu Adam. Und es folgt dann das Gebot, eben vom Baum der Erkenntnis nicht zu essen, dann der Sündenfall, die Vertreibung und das Leben außerhalb des Paradieses, und das bedeutet eben Arbeit und Kinder. Die Forschung geht heute davon aus, dass es trotz dem Bildverbot durchaus auch Bibelillustrationen in der jüdischen Kultur gegeben hat, sehr wahrscheinlich in Form von Rollen oder auch in Form von Wandmalereien, und dass diese kontinuierliche Erzählweise, die Sie hier sehen, ja, also das ist sicher unbestritten, die geht darauf zurück, dass es ursprünglich Rollen gab. In der jüdischen Tradition haben Sie das in der Tora ja immer noch, ja, aber ursprünglich gab es Rollen und keine Kodizes, also keine Bücher mit Pergament, sondern Rollen, die man gezogen hat, und also eine sozusagen kontinuierliche Form der Erzählweise. Man kann das hier in der Kuppel von San Marco, die allerdings erst aus dem 13. Jahrhundert stand, aber ganz sicher auf frühchristliche Vorlagen zurückgeht, kann man das sehr gut nachvollziehen. Hier ist es natürlich dann ins Mosaik, also übersetzt. Aber Sie sehen, wie sich das sozusagen vom inneren Kreis, die Schöpfung, langsam sozusagen herausdreht bis eben zur Erschaffung des Menschen. Und da wunderschön auch, also ein Detail, wo Sie sehen, dass eben jetzt hier diese Version, diese erste Version hier dargestellt ist, dass Gott Vater Adam macht, nämlich aus Lehm. Und das ist eben das Typische für diese frühe Version, er macht ihn, er knetet den Menschen, und erst dann ist er ein Klumpen Erde sozusagen, und erst dann haucht ihm Gott sozusagen den göttlichen Atem oder die Seele eben ein, die Sie hier mit diesen Flügelchen sehen können. Und hier nimmt er aus dem schlafenden Adam die Rippe und baut die Eva. Auch ein wunderschöner Zyklus, wo das dargestellt ist, sind diese Bernwardstüren von Hildesheim, ganz früh aus dem 11. Jahrhundert, Bronzetüren, also wo man sich fragt, dass die offensichtlich aus den römischen nachher diese Technik noch sich bewahrt haben. Und da geht es, ich zeige Ihnen nachher gleich das Detail, das beginnt oben sozusagen mit der Erschaffung Evas und Adams hinunter, und dann
macht das ja die Heilsgeschichte notwendig und dann geht es von oben wieder hinauf. Und hier das Detail, was eigenartig ist, auch nicht ganz geklärt ist in der Forschung, was es eigentlich wirklich darstellt. Die Schwierigkeit ist, das werden Sie dann, das zieht sich aber durch das Mittelalter hindurch, für uns vielleicht ungewöhnlich, dass die sehr oft, Adam und Eva, geschlechtlich eigentlich nicht charakterisiert sind. Ja? Also man kann eigentlich nicht wirklich sehr klar sagen, welches ist jetzt Eva und welches ist Adam. Also entweder ist es so, dass es, dass der Adam da hinter dem Bäumchen steht und Gott Vater gerade die Eva bastelt, oder es ist die Eva, die da hinten steht und Gott Vater schließt wieder diese Rippe, das Fleisch wieder zu und weckt ihn wieder auf. Das ist aber, bleibt sozusagen ein bisschen im Unklaren. Nun, Hans-Martin Erfer, der wohl das fundierteste Buch zur Ikonologie der Genesis geschrieben hat, 1989, schreibt, ich zitiere, für die seltsame Geschichte von der Rippe haben sich bisher weder Ursprung noch Parallelen gefunden. Ohne weiteren Kommentar. Ich denke, es reicht nicht, eine solche Erfindung einfach zu konstatieren, wie dies natürlich auch im Allgemeinen in der kunsthistorischen Literatur geschieht. Zu fragen ist nach der Bedeutung. Was bedeutet das, dass Gott Vater aus der Rippe des Adam die Eva baut? Ich nenne das einen patriarchalen Umkehrmythos. Hier werden im Namen der Religion Naturgesetze auf den Kopf gestellt. Frei nach Roland Barthes, Mythen verwandeln Kultur in Natur. Es sind allemal die Frauen, die Kinder gebären und nicht die Männer. In frühen mythischen Zeiten war die Macht der Frau ihre Gebärfähigkeit. In Zeiten, in denen immer wieder die Gefahr bestand, dass ein Stamm ausstirbt, war die Fruchtbarkeit der Frau, ihre lebensspendende Kraft von eminenter Bedeutung. Also es hat sich alles um Fruchtbarkeit gedreht. Fruchtbarkeit der Tiere, Fruchtbarkeit des Ackerbodens, Überleben des Stammes und so weiter. Und deswegen haben wir auch in diesen frühen Kulturen immer Fruchtbarkeitsgöttinnen, die von fundamentaler Bedeutung waren. Die Schaffung Evas aus Adams Rippe wird vom Beginn der christlichen Theologie an zur Legitimation der Unterordnung der Frau unter den Mann benutzt. Also jetzt möchte ich Ihnen zeigen, dass das nicht einfach irgendwie eine merkwürdige Vorstellung ist, sondern dass das von einer ungeheuren Tragweite war, diese Geschichte. Bereits Paulus schreibt im Brief an Timotheus, Adam sei das Ebenbild Gottes, die Frau lediglich das Ebenbild des Mannes. Christus ist das Haupt des Mannes, der Mann das Haupt der Frau. Die Frau sei für den Mann geschaffen und nicht umgekehrt. Die Frau müsse dem Mann untertan sein. Auch Augustin, also der bedeutendste Kirchenvater, zieht aus der Erschaffung Evas aus Adams Rippe den Schluss, dass der Mann herrsche und die Frau gehorche. Verschärft wird Evas Situation durch ihre angeblich führende Rolle beim Sündenfall. Darauf kommen wir noch zu sprechen. Die Unterordnung der Frau wird in der Theologie durchgehend durch die Erschaffung und den Sündenfall legitimiert. Das wird sich in der Neuzeit wird sich das ändern. Da bleibt zwar das patriarchale Schema bestehen, aber die Gründe, warum die Frau also sozusagen ein inferiores Wesen sein soll, wird in der Neuzeit, wo die Theologie nicht mehr sozusagen alles bestimmende Diskurs ist oder das Paradigma ist, wird dann über die Natur, über die andere Natur der Frau argumentiert. Aber das ganze Mittelalter bis in die frühe Neuzeit hinein sind es diese beiden theologischen Muster. Diese Erzählung einer inversen Geburt diente eben während des gesamten Mittelalters bis zur frühen Neuzeit zur theologischen Begründung und Legitimation der Inferiorität der Frau und ihrer Unterordnung unter den Mann. Es ist natürlich eine paradigmatische Setzung, die das männliche Prinzip über das weibliche stellt und die Macht der Frauen, nämlich Leben zu spenden, leugnet. Es gibt eine ähnliche Geschichte in der griechischen Mythologie, nämlich die Kopfgeburt der Athena.
Also dass die Athena, die also ja eine sehr besondere Göttin ist, weil sie die Göttin der Weisheit ist und Weisheit nicht unbedingt jetzt eine weibliche Eigenschaft, als weibliche Eigenschaft gegolten hat, und die entspringt dem Haupte des Zeus, ja. Und ist auch in sich auch eine sehr, eigentlich sozusagen, eigentlich sehr männliche, zwar weibliche, aber sehr männliche Figur. Im alttestamentarischen Text entnahm Jahwe aus dem schlafenden Adam eine Rippe, schloss das Fleisch des Schlafenden und baute aus der Rippe Eva. Aber seit etwa dem 12. Jahrhundert präsentieren die visuellen Repräsentationen Adam, der auf Geheiß Gottvaters Eva gebiert, beziehungsweise Gottvater, der aus Adams Körper eine bereits geformte, fertig geformte weibliche Figur herauszieht. Also ich denke, dass es dafür, ich weiß es nicht, vielleicht gibt es jemand, der sich in der Theologie so gut auskennt und das widerlegen kann. Ich sehe keine konkrete weibliche Textstelle dafür. Also ich kenne keine konkrete theologische Textstelle, wo wirklich steht, dass es nicht so ist, dass Gott die Rippe genommen hat und aus der Rippe Eva baut, sondern aus Adam Eva herauszieht. Und das ist jetzt wirklich sozusagen die Umdeutung der Geburt. Und Sie sehen hier sehr früh in dieser Bibel Moralisée. Die Bibel Moralisée ist eine ganz wichtige Bibelform des Hochmittelalters, vor allem im 13. Jahrhundert, die typologisch geordnet ist, also die immer ein Ereignis des Neuen Testaments gegenüberstellt einer Szene des Alten Testaments. Und der Sinn davon war, dass immer wieder das Alte Testament sozusagen als Beweis für die Richtigkeit des Neuen Testaments dienen sollte. Oder alles sozusagen, die Vorstellung war, alles, was im Neuen Testament passiert, ist eigentlich im Alten Testament schon prophezeit worden oder vorgeformt worden. Und in dem Fall ist es so, Sie sehen oben rechts, ja, sehen Sie also Gott Vater, der jetzt die Eva tatsächlich aus dem Adam herauszieht, schon als fertige Figur. Und das wird jetzt analogisiert mit dem Bild, was darunter ist, mit dem Medaillon, was darunter ist, nämlich so wie Gott Vater Eva aus dem Adam herausgezogen hat, so ist die Kirche aus Christus entstanden. Ja? Also da hat man dann sozusagen die Allegorie der Kirche, die aus Christus herausgezogen wird. Und das, also diese verschärfte Bildform, würde ich jetzt mal sagen, ja, dass es jetzt nicht mehr nur die Rippe ist, sondern dass es wirklich jetzt bildlich eine komplette Umkehrung der Geburt ist, das bleibt. Und ich zeige Ihnen jetzt einfach ein paar Beispiele. Sogar in einer jüdischen Haggadah, also das ist die Schrift, die zu Pesach gelesen wird, da sehen Sie, dass es im Judentum, zumindest im Mittelalter, durchaus auch illustrierte Handschriften gab, die aber, also sozusagen formal, stilistisch oder aber auch ikonografisch ganz ähnlich waren wie die christlichen. Also die haben sich praktisch kaum unterschieden. Und da sehen Sie auch oben, also da ist es jetzt nicht Gott Vater, weil Gott Vater darf nicht dargestellt werden im Judentum. Also das gab es dann wirklich nicht. Aber dann ist es ein Engel, entweder ein Engel oder eine Hand, die eben hier das schafft, dass die Eva aus dem Adam geboren wird. Oder hier diese wunderschöne Bibelillustration, wo dieser alte Gottvater jetzt eine Baby-Eva herauszieht, also was ja auch immer schwer vorstellbar ist, wie soll das funktionieren. Hier hat man noch das Gefühl, es ist irgendwie zumindest ein Kleinkind, wogegen hier in dieser Illustration ist sie zwar klein, also zumindest irgendwie noch vorstellbar, dass sie da in dem Adam war, aber fix und fertig, ja, also mit allen Geschlechtsmerkmalen, eindeutigen Brüsten schon dargestellt. Oder hier der Versuch von einigen Künstlern, das irgendwie, also noch irgendwie das zu überlegen, wie ging das? Also eigentlich war es ja die Rippe, ja? Und aus der Rippe hat er dann die Eva gemacht. Und da sehen Sie in der Millstätter Genesis, der Künstler, der noch versucht zu zeigen, der zieht da die Rippe raus und formt dann irgendwie diese Eva. Oder hier Meister Bertram, wo man unten noch sieht, dass das eine Rippe ist und wo dann sozusagen wie eine Halbfigur dann die Eva aus der dann
auftaucht. Die erste und die zweite Bibelversion wurden teilweise vermischt und sie wurden auch abgewandelt. Aber der entscheidende Punkt dieser inversen Geburt, ja, an dem hat man einfach festgehalten. Was sich hier vermischt, ist Folgendes. Die eine Version, also die ältere, ist, dass eben Eva aus Adam herauskommt. Aber in der Elternversion, sehr charakteristisch für die alte orale Tradition, hat Gott, das ist immer das Verb, er hat Adam gemacht, er hat Eva gemacht, er hat ihn aus Lehm mit Händen sozusagen geformt. Ja? Und erst die spätere Version, wir haben letztes Mal darüber gesprochen, über die enorme Bedeutung der Entstehung der Schrift, was ein abstraktes Gottesbild, den Monotheismus hervorgebracht hat und überhaupt sozusagen die Möglichkeit der Abstraktion, ist dann eben, ist es das Wort. Ja? Es ist nicht mehr Gott, der mit den Händen wie ein Bildhauer die formt und modelliert, sondern es ist das Wort oder der Strahl Gottes, der eben jetzt Adam formt oder eben der Finger zeigt, der immer sozusagen für das Wort steht. Also Sie sehen, die haben durchaus beide Versionen gekannt. Sie haben sie dann auch vermischt, aber daran sozusagen wurde festgehalten, dass Eva hier aus Adam geschaffen wird. Hier dieses wunderbare Stundenbuch des Gian Galeazzo Visconti, wo sozusagen in der Initiale diese Geburt dargestellt wird und rundherum die Vorstellung eben noch des Paradieses mit dargestellt wird. Also ganz fantastisch mit diesen verschiedenen Tieren. Also Sie sehen den Leoparden und Sie sehen diese entzückenden Bären und Affen, die da das Paradies bewohnen. Oder sehr häufig, wo sozusagen das versucht wird, das zu kombinieren. Also der Gottvater hält die Eva an der Hand und gleichzeitig ist es der Segensgestus. Also sozusagen Wort und Tat werden hier verbunden. Aber dann ist auch hier, also sozusagen der zieht jetzt hier wirklich die Eva aus dem Adam herauf und gleichzeitig ist es eben der Fingerzeig, also wo immer sozusagen das Wort oder das Geistige sozusagen mit dabei ist. Hier dieses wunderschöne Bild, dieses Relief von Donatello, dieses frühe, wo sichtbar wird, was das für eine Anstrengung ist. Also wirklich so wie bei einer Geburt, wo ein Säugling sozusagen rausgezogen wird und man sieht dadurch, dass die schon so groß ist, dass das eine gewisse Kraftanstrengung gebraucht hat. In der Renaissance wird es ein bisschen schwieriger, diese Vorstellung, dass eine große Eva aus diesem männlichen Körper rauskommen soll. Also haben sich die Renaissance-Künstler eher damit beholfen, das so darzustellen. Ah, das ist noch, Entschuldigung, das ist noch Freiburg, also wo das eine der seltenen Rückenansichten ist. Ja, dass man eher den Eindruck hat, dass die so hinter dem Adam hervorschwebt. Hier dieses Relief am Dom von Oviedo, beachten Sie das Datum 1330, also Trecento, unglaublich. Also muss man sich immer wieder vor Augen führen, was eigentlich im Trecento, also das ist das italienische 14. Jahrhundert, was da alles möglich war an Darstellung, wo man immer denken würde, das passiert erst in der Renaissance, also erst im 15. Jahrhundert. Schauen Sie sich diese Körperbilder an, also unendlich ja, grazile, schöne Eva und schon diese Körpervorstellungen, wenn Sie sich das Bein von dem Adam anschauen, wo man faktisch die Sehnen sieht und die Zehen ist ganz, also genau beobachtet sind schon, oder Gott Vater, wo der sozusagen der Körper sich eigentlich durch dieses Gewand schon durchdrückt. Also einfach, es ist natürlich jetzt Adam und Eva, das ist schon auch sehr wichtig, ist eine Möglichkeit, eine der wenigen Möglichkeiten in der Kunst, so etwas wie Akte, wie den menschlichen Körper darzustellen. Ja, hier Ghiberti, die berühmten Baptisteriumstüren, wo Sie sehen, dass das jetzt also diese Erschaffung Evas eingebettet wird in diese Gesamtszene. Also links Erschaffung Adams,
Dann die in der Mitte sozusagen ganz bedeutend, die Erschaffung Evas, also wo natürlich auch die Schönheit des weiblichen Aktes gefeiert wird. Im Hintergrund, im Relief der Sündenfall und dann hier rechts sozusagen die Vertreibung aus dem Paradies. Auch hier sehen Sie beide Male, dass jetzt eher versucht wird, also dass man eher den Eindruck hat, die war irgendwie hinter Adam, aber man nicht mehr den Eindruck hat, sie kommt aus dem Körper von Adam heraus, weil das also sozusagen der realistischen Vorstellung innerhalb der Renaissance doch zu sehr widersprochen hätte. Hier dann bei Michelangelo, wo Sie das auch sehen, oder auch genauso im Norden bei Lukas van Leyden. Nun, die Bibel, die blieb sakrosankt. An ihrem Wahrheitsgehalt war nicht zu rütteln. Das müssen wir uns immer vorstellen. Das ist ja auch heute noch nicht ganz selbstverständlich. Aber damals war das wirklich, es war undenkbar, so etwas, also sich vorzustellen, dass die Bibel eine Erfindung, eine menschliche Konstruktion ist. Ja. Aber man konnte die Bibel anders interpretieren. Und das haben auch Frauen im Mittelalter gemacht. Sie haben versucht, diese Bibelstellen anders zu interpretieren. Und zwar gab es seit ungefähr 1400 eine ganze Gattung innerhalb der Literatur, Querelle des Femmes, also das heißt Streit der Frauen oder Streit um die Frauen. Das beginnt mit Christine de Pizan, die eigentlich eine Italienerin war, aber dann in Paris am Hof gearbeitet hat. Sie war sozusagen Schriftstellerin. Und sie hat ein Buch geschrieben, sie hat mehrere Bücher geschrieben, aber ein Buch unter anderem Cité des Dames, also Stadt der Frauen, ist auch ins Deutsche übersetzt. Und da fallen einem schon die Augen aus dem Kopf, wenn man das liest, weil es sowas ist wie eine protofeministische Literatur, also wo sie einfach sozusagen versucht zu zeigen, dass Frauen genau gleichberechtigt sind und genauso viel können und genauso viel leisten können wie eigentlich Männer, und dass es nur die Eifersucht und der Neid der Männer ist und die Macht der Männer, dass sie das alles verhindern. Und dass, wenn Frauen die gleiche Bildung hätten wie Männer, dass sie das sozusagen genauso alles machen könnten. Und daraus, aus dieser ersten Schrift von Christine de Pizan um 1400, entwickelt sich, wie gesagt, eine ganze Gattung in der Literatur, wo sehr viele Frauen geschrieben haben, teilweise auch Männer. Teilweise sind das auch Männer, die den Frauen freundlich gegenüber gesehen sind. Und es gibt es jetzt in Italien, in Frankreich, in Deutschland, in den Niederlanden. Es ist wirklich ein großer Bereich der Literatur. Speziell die Italienerinnen um 1500 liest sich unglaublich witzig, weil die sich teilweise einfach nur lustig machen über die Männer. Und das läuft jetzt, die Argumentation läuft jetzt so. Die sagen, die greifen das auf, die Bibelstelle, ja, und sagen, naja, also Gott hat zuerst einmal einen ersten Versuch gemacht, das war Adam, der ist ein bisschen misslungen. Ja? Und dann hat er sich gedacht, also ich probiere es noch einmal, jetzt weiß ich schon ungefähr, wie das geht, und dann schafft er die Eva und das war Gottes Meisterwerk. Also das ist so die Uminterpretation, das war die eine, es gab auch die andere Uminterpretation, dass sie gesagt haben, naja, Adam, ja, ist aus Lehm gemacht, aus Erde, aus Dreck, aber Eva ist aus dem besten Material gemacht, nämlich aus menschlichem Material. Und so haben sie dann, so haben sie sozusagen mit vielen Dingen innerhalb der Bibel argumentiert und haben, ohne dass sie die Bibel jetzt als Gesamtes in Frage gestellt hätten, was gar nicht denkbar wäre, ja, haben sie sozusagen innerhalb dieser Gattung sozusagen gegen den Stachel gelöckt. Nun, die Misogynie, also die Zuschreibung der Schuld auf Eva, die erfährt im Hochmittelalter eine weitere Zuspitzung. Ohnehin war Eva ja die Hauptschuldige beim Sündenfall. Hier haben Sie eine Sündenfallsdarstellung, noch eine mittelalterliche Sündenfallsdarstellung aus dem Albani-Psalter. Also der Sündenfall ist jetzt wirklich, das ist ein Kernthema in der christlichen Religion. Im Judentum kommt das vor, also es geht ja auf das Alte Testament zurück. Es hat aber eigentlich keine sehr, es spielt sozusagen dann im weiteren Verlauf des Alten Testaments, spielt dieser Sündenfall eigentlich keine Rolle mehr. Er erklärt einfach die Sterblichkeit des Menschen. Das ist ja so, dass die Bibel überhaupt versucht, auf alle wirklich ganz grundlegenden Fragen irgendeine Antwort zu kriegen. Also warum ist der Mensch eigentlich sterblich?
weil Sündenfall etc. Aber das war im Judentum, wie gesagt, hat das keine große Rolle gespielt. Aber im Christentum ist der Sündenfall sozusagen, also das einer der wichtigsten Punkte. Warum? Weil ohne Sündenfall gibt es überhaupt keine Heilsgeschichte. Und ohne Sündenfall und die Schuld etc. gibt es keine Kirche, fällt alles weg. Ja? Also das heißt, der Sündenfall ist total wichtig. Und nun kommt aber Folgendes. Das im 12. Jahrhundert schrieb Petrus Comestor, dass, also einer der mittelalterlichen Theologen, dass die Schlange ein weibliches Antlitz gehabt hätte. Eine Ähnlichkeit zu Eva, weil ja Gleiches Gleichem gefällt. Also er setzt quasi Eva, Schlange gleich Teufel. Und ab dem 12. Jahrhundert und verstärkt ab dem 13. Jahrhundert taucht die Schlange mit einem weiblichen Kopf auf. Und das ist eigentlich eine Ungeheuerlichkeit, wenn Sie sich das vorstellen, weil das ist, stellen Sie vor, was das jetzt für eine Uminterpretation ist. Es ist jetzt nicht mehr der Teufel oder das Böse, der Eva verführt und Eva verführt dann den Adam, sondern die Frau ist das Böse schlechthin, ja? Ist sozusagen ident mit dem Teufel. Und da sehen Sie auch wieder eine Bibelmoralisee, also so wie Maria, sozusagen Christus eben jetzt mit dem, also Apfel oder der Frucht sozusagen des Lebens empfängt, hat eben Adam von der Schlange, die jetzt hier einfach faktisch mit Eva identifiziert wird, den Apfel gereicht bekommen. Und das, auch das ist etwas, was jetzt die weitere Kunst weitgehend begleitet. In Italien, hier sehen Sie Masolino. Hier sehen Sie im Norden Hugo van der Goes, wo also sozusagen diese Echse, diese unangenehme Echse, einen eindeutig weiblichen Kopf hat, also eindeutig als weibliches Geschöpf, also nicht das nur als Schlange oder als Teufel dargestellt ist, sondern sozusagen ja, als ein weibliches Viech. Und hier Raphael, beim Raphael sehen Sie schon, dass die Schlange, der Kopf der Schlange Eva ähnelt, also dass das eigentlich wie ein Spiegelbild der Eva ist, also es ist nicht nur weiblich, sondern die wären eigentlich mehr oder weniger in eins gesetzt. Und hier bei Michelangelo ist es jetzt nicht nur ein Kopf, sondern es ist überhaupt eine komplette weibliche Figur. Eine komplett weibliche Figur, die hier sozusagen als Schlange, als das Böse, als der Teufel, als die Verführung schlechthin auftritt. Allerdings, und das ist neu, das ist eine Sache, die jetzt um 1500 geschieht, Verena Krieger hat darüber einen sehr schönen Aufsatz geschrieben, dass nämlich, dass es jetzt beginnt, dass der Mann den aktiven Part übernimmt. Also dass die Vorstellung eines zwar der Frau als Verführerin und des Bösen, das bleibt, aber die Vorstellung, dass der Mann einfach so passiv ist, ja, und sich verführen lässt, das widerspricht den Vorstellungen. Also der Mann muss immer eigentlich der Handelnde und der Aktive sein, also greift Adam hier selber nach dem Apfel. Es geht auch anders, ja. Also es geht auch anders, zum Beispiel hier bei Tizian, Rubens hat dann Tizian kopiert. Und da sehen Sie, das ist jetzt ein kleiner Eros, also das ist ein kleiner Erote, der jetzt den Apfel reicht. Und das ist jetzt, also das heißt, es geht auch anders. Man kann, Künstler konnten sich auch anders entscheiden. Und auf was aber der Erote verweist, und das ist jetzt etwas, was wir um 1500 beobachten können, was wir um 1500 beobachten können, ist, dass das Ganze, dass dieser Sündenfall komplett sexualisiert wird. Das ist für uns vielleicht selbstverständlich, weil wir das schon so gewohnt sind über die Jahrhunderte, aber das war es einfach nicht. Es ging ursprünglich beim Sündenfall nicht primär um Sexualität. Es ging um Fragen der Erkenntnis, es ging um den Willen, Gott gleich zu sein, es ging um Ungehorsam gegenüber Gottes Gebot, aber nicht primär um Sexualität. Und das ändert sich hier im Spätmittelalter und in der frühen Neuzeit. Und das heißt, es passiert eine Sexualisierung, eine ganz starke Erotisierung. Und das Motiv des Sündenfalls wird jetzt eigentlich zur Repräsentation der Geschlechter par excellence. Und die Gründe dafür sind natürlich jetzt vielfältig. Ich
zeige Ihnen hier, Sie sehen hier einfach noch so eine frühe Beatus-Handschrift, wo Sie eben sehen, dass das jetzt nicht, also dass die jetzt nicht sehr stark voneinander abgehoben werden, Mann oder Frau. Ja? Also gerade vielleicht dadurch, dass die Eva längere Haare hat, aber eigentlich ist das jetzt nicht, ist diese Sexualisierung in der Weise noch nicht vorhanden. Und hier um 1500 als Beispiel, das berühmte Tafelbild von Dürer, da passiert das eigentlich. Und das hängt mit, es hängt mit vielen Dingen zusammen. Das eine ist eine Frage des Mediums. Also wir haben ja, beginnen mit dem 15. Jahrhundert, dann um 1500 beginnt ja ein neues Medium sozusagen seinen Siegeszug, und das ist das Tafelbild. Und wenn jetzt der Sündenfall nicht mehr wie früher im Kontext der Buchmalerei, also im Kontext des Textes der Genesis oder innerhalb der Wandmalerei dargestellt wird, sondern in Form des Tafelbildes, hat das natürlich hat das enorme Konsequenzen. Das ist, beginnend mit der Grafik, ich werde Ihnen nachher die Grafik zeigen, beginnend mit der Grafik und dem Tafelbild ermöglicht es etwas Neues, nämlich dass eben Adam und Eva jetzt zu einer Art Modell werden für eine Geschlechterbeziehung, als eine Art Modell für das Verhältnis von Mann und Frau. Das war das vorher einfach nicht. Und das ermöglicht das neue Medium der Zeichnung, der Grafik und des Tafelbildes. Und das ermöglicht natürlich auch, das Tafelbild ermöglicht eine völlig neue Form der Rezeption. Also wenn Sie sich vorstellen, eine Buchmalerei, da bin ich immer im Text der Genesis, ich bin immer in der Bibel. In der Wandmalerei bin ich in der Kirche, also in einem religiös-kirchlichen Zusammenhang. Aber bei einem Tafelbild, ja, das wird jetzt privat angeeignet und es ist eine profane Form der Aneignung, die einfach eine vollkommen neue Möglichkeit einer Rezeption von Kunst ermöglicht. Das ist unendlich vernetzt mit allen möglichen gesellschaftlichen Veränderungen. Letzten Endes hängt es zusammen mit der Entwicklung von Städten und damit von Universitäten und damit von profanem Wissen, von der Entstehung des Humanismus, einer Rückwendung zur Antike und so weiter. Das ist sozusagen ein ganzer Komplex, der hier damit zusammenhängt und eben eine neue Form sozusagen von Rezeption möglich macht. Und daneben, um 1500, frühen 16. Jahrhundert, haben wir dann in den reformatorischen Ländern Luther etc. und damit einen neuen Ehediskurs, also die enorme Bedeutung der Ehe gegenüber einem klösterlichen Leben, was aber auch letztlich mit den veränderten gesellschaftlichen Verhältnissen zusammenhängt. Das heißt sozusagen, es wird jetzt neu verhandelt, dieses Verhältnis von Mann und Frau. Und da ist dieses Sündenfallthema, bietet sich natürlich an. Und ich zeige Ihnen jetzt einfach einige von diesen Beispielen, wo Sie sehen, dass hier wirklich auch die Künstler verschiedene Dinge ausprobiert haben und dass es unterschiedliche Vorstellungen eigentlich gab von so etwas wie einer möglichen Geschlechterbeziehung. Was Sie bei Dürer, bei dem Tafelbild schon sehr gut sehen können, ist eben diese neue, also dass das jetzt wirklich auf dieses Menschenpaar reduziert wird und herausgenommen wird eben aus dieser Genesis-Geschichte und dass es eine gewisse Erotisierung gibt. Der Kupferstich, da ist noch stärker, sind die antiken Vorbilder stärker spürbar, der Adam, der auf den Apoll von Belvedere zurückgeht und die Eva, die eigentlich auf eine Venusfigur zurückgeht, aber wo Dürer versucht, hier eigentlich in beiden Fällen, in der Grafik und im Tafelbild, so etwas wie ja, ideale Körper, ideale Menschen zu entwerfen. Was auch ganz interessant ist, also was man ja immer wieder konstatieren kann, ist eine gewisse Diskrepanz zwischen dem theologischen Diskurs und der Bildproduktion. Für Luther ist die eigentliche Erbsünde nicht die Sexualität, sondern wie bei Augustin, also er war ja Augustinermönch ursprünglich, wie bei Augustin der Ungehorsam gegenüber Gott.
Und dennoch hat sich der dezidierte Luther-Anhänger Lukas Cranach hat den Sündenfall extremst sexualisiert. Ja? Also da sehen Sie, dass, und das ist das, was ich immer wieder meine, ist die Bildproduktion, hängt natürlich zusammen mit den Diskursen, aber die Bilder können auch irgendwie andere Schwerpunkte setzen, andere Fantasien in Gang bringen. Und da sehen Sie natürlich jetzt hier einen ganz extremen Fall. Eva, die Schlange, die einfach auch eine nackte Frau ist, die halt dann in diesen Schlangenschwanz mündet. Und also sozusagen eine Verdoppelung eigentlich und schon fast so was wie eine lesbische Beziehung denken lässt. Also das ist sozusagen wie eine Einheit. Das ist die doppelte weibliche Verführung. Und Adam, der steht hier mit diesem, ja, was soll ich machen, ja. Kann mich nicht wehren dagegen. Und dann hier dieser merkwürdige, als Soldat verkleidete Engel, der die gleich jetzt aus dem Paradies verstoßen wird. Nochmal ein Beispiel von Cranach, wo Sie auch sehen, da hier natürlich die aktive Verführerin Eva und der ziemlich nachdenkliche Adam, der nicht ganz weiß, wie ihm geschieht. Und da, das ist auch eine interessante Sache, das ist Lukas von Leiden, Adam und Eva, und das ist ein grafischer Zyklus. Also das ist nicht nur ein Einzelblatt, sondern ein ganzer Zyklus. Und dieser Zyklus heißt, die ist eine Serie von Weibermachtsdarstellungen. Weibermacht ist ein Thema, was um diese Zeit aufkommt und eben die Macht der Frauen darstellt in allen möglichen, also sowohl von der antiken Mythologie her, wie eben von der Bibel her. Und das sind lauter böse Frauen, die eben Macht über die Männer ausüben. Und ich habe ihnen zwei gegenübergestellt, hier Adam und Eva und hier die Salome. Die Salome, die natürlich eine der bösesten Figuren ist, die dafür verantwortlich ist, dass Johannes der Täufer enthauptet worden ist. Und man fragt sich, wie kommt es, dass Eva, also diese alttestamentarische Figur, jetzt sozusagen Teil der Weibermacht ist? Das ist natürlich eine ganz klare Interpretation, wo Eva als die schuldige Verführerin gesehen wird und Adam eigentlich als, ja, als Opfer. Das gibt auch ganz andere Möglichkeiten hier bei Hans-Baldung Green. Hans-Baldung Green ist ein ungewöhnlich interessanter deutscher Künstler, Schüler von Dürer, frühes 16. Jahrhundert, der sagen wir mal, sehr originelle Dinge gemacht hat, die nicht sehr mainstreamig waren. Und Sie sehen hier links Adam und Eva. Adam, der hinter Eva steht, Eva an die Brust greift, also wo das auch wieder ganz klar ist, es geht um Sexualität, es geht um ein Geschlechterverhältnis, aber natürlich ist der Sündenfall durch die Ikonografie gedanklich vorhanden. Und diese sehr schöne Zeichnung von Dürer, es ist dann sehr typisch, dass solche Sachen, die so ziemlich alternativ ausschauen, eigentlich meistens nur in Zeichnungen existieren. Wie zum Beispiel auch hier diese beiden wunderschönen Zeichnungen von Jan Gossard, wenn das so weggeht von der herkömmlichen Ikonografie, sind das meistens Zeichnungen, die jetzt nicht geplant waren, gestochen zu werden, vervielfältigt zu werden, schon gar nicht in ein Tafelbild übersetzt zu werden. Und Sie sehen, bei Gossard ist das jetzt, vergisst man ja schon fast, ja, dass es sich um einen Sündenfall handelt. Das ist einfach eigentlich ein Liebespaar. Man sieht gerade noch, dass die Eva eben den Apfel in der Hand hält. Das heißt, einerseits kann man sagen, der Sündenfall wird sehr anders interpretiert, eigentlich als ein Liebespaar, als Frage des Begehrens und der Liebe und der sexuellen Anziehung.
Aber umgekehrt ist natürlich so, dass dadurch, dass der Apfel da ist, ist immer klar, dass das innerhalb eines Sündendispositivs stattfindet. Also es wäre, wir können auch sehen, dass um 1500, wenn Liebespaare dargestellt werden, sind sie entweder als Adam und Eva und dann ist es immer innerhalb des Sündendispositivs oder wenn das nicht der Fall ist, dann ist es ausschließlich im Kleide der Mythologie. Das ist dann möglich. Im mythologischen Kontext kann Liebe, Sexualität nicht moralisierend dargestellt werden. Ja, hier nochmal Gossard, wo Sie auch sehen, dass eben jetzt Adam der Aktive ist, der nach dem Apfel greift, so wie das schon bei Michelangelo der Fall war. Oder hier Hans Baldung Green nochmal, der eben ganz unterschiedlich, der hat sich so wirklich so versucht, unterschiedliche Möglichkeiten zu finden, dieses einerseits diese Tafeln und andererseits dann die Grafik, wo bei der Grafik es so ist, dass es wirklich sehr anders konzipiert wird, also wo man den Eindruck hat, dass eigentlich Adam, der so hinter Eva steht, sie belästigt und sie eigentlich eher ablehnend ist. Also da versucht er sozusagen, das auch mal jetzt umzudrehen, das Verhältnis. Oder hier dieser Adam, der Eva präsentiert, oder rechts, wo jetzt die Schlange mit dem Tod verbunden wird, also wo wieder doch die Erinnerung das ist, dass eben durch den Sündenfall der Tod eigentlich ins Leben der Menschen getreten ist. Und hier nochmal Philipp Gall, wo Sie auch sehen, dass das jetzt oben sehen Sie Adam und Eva eben in so einen Zyklus von Weiberlisten integriert wird und damit eine vollkommen klare, unambivalente Interpretation da ist. Das geht dann so weiter. Hier Rembrandt, der schon eine sehr andere Darstellung macht, nicht was eigentlich, also es ist auch hier der Mann, der sozusagen der Mahnende und der Zögernde ist, aber was die Körperauffassung ist, ist Rembrandt natürlich ganz anders. Also das sind jetzt nicht einfach ideale, junge, schöne Körper, sondern Rembrandt zeigt hier das Alter, die Möglichkeit des Verfalls, und es ist eine ganz andere sozusagen Vorstellung des Menschen, die sich hier zeigt. Dann im 19. Jahrhundert wird diese Vorstellung sozusagen, die Frau ist die Sünderin, die Frau ist die Verführerin, alles was mit Sexualität zu tun hat, ist nur weiblich. Das ist ja sozusagen der Kulminationspunkt dann im 19. Jahrhundert. Hier Franz von Stuck, Adam und Eva, wo diese phallische Schlange sich sozusagen durch die Eva wickelt, aber dann auch wieder mit ihr identisch wird oder klimmt, wo eben dann also sozusagen Körper, Sexualität, Nacktheit eigentlich nur im weiblichen Körper noch überhaupt festgemacht wird. Und nicht sehr anders eigentlich eine weibliche Künstlerin, Suzanne Valadon. Ja. Wir gehen aber jetzt nochmal einen Schritt zurück, nämlich in der Bibel, wir bleiben in der Bibel, wir gehen zurück und schauen uns an, was nach der Vertreibung aus dem Paradies passiert ist. Eva hat zwei Söhne geboren, Kain und Abel. Und Kain und Abel bringen Gott ein Opfer dar. Abel ein Lamm, Kain Früchte des Feldes. Gott nimmt Abels Opfer an, Kains jedoch nicht. Sie sehen das hier in dieser Wandmalerei noch deutlicher. Gott wendet sich dezidiert dem Abel zu mit seinem Lämmchen und kehrt dem Kain den Rücken zu, der die Früchte des Feldes hat. Jetzt kann man fragen, wieso? Wie ist denn das möglich? Wie ist es möglich, dass Gott zwei Brüdern, die beide ein Opfer bringen, wo kein Wort von irgendeiner Schuld von Kain vorher vorkommt, einfach dieses Opfer nicht annimmt? Jetzt kann man natürlich spekulieren, weil man sich immer fragt, was sind sozusagen die Hintergründe? Wie kommt so etwas zustande? Es könnte sein, dass es die Erinnerung ist, dass mit dem Ackerbau das Eigentum beginnt
und damit eigentlich die Ungleichheit in die Welt kommt. Und mit der Ungleichheit Neid und Mord und Totschlag. Also weil ja eben, wie gesagt, in der Bibel immer diese sozusagen ganz grundsätzlichen Dinge verhandelt werden. Es kann natürlich, man kann das natürlich jetzt auch sagen, okay, wenn ein Vater den einen Sohn komplett bevorzugt und den anderen nicht einmal wahrnimmt, ja, was passiert? Es passiert Eifersucht, Verletzung, Aggression bis zum Mord. Jedenfalls steht im Alten Testament ein Opfer am Beginn der Menschheitsgeschichte. Mit dem Opfer, mit der Annahme bzw. der Ablehnung des Opfers kommt die Gewalt und kommt der Mord. Und dieser Opferdiskurs, das ist jetzt auch also sozusagen eine der wirklichen Grundlagen des Christentums. Es hat sehr alte heidnische Quellen, also es ist sozusagen, das Opfer ist sozusagen, geht ganz weit zurück. Das läuft aber sozusagen unter Do und Des, also ich gebe dir, damit du mir etwas gibst. Also das sind diese uralt Vorstellungen der Menschen. Ich gebe den Göttern, die unglaublich mächtig sind, ich gebe denen etwas von mir, ein Stück Fleisch oder was weiß ich auch immer, damit die mir wohlgesinnt sind. Ja? Und im Christentum ist es dann natürlich Christus selbst, der sich selbstständig sozusagen aus sich selbst heraus opfert. Ich gehe jetzt nicht sehr genau auf diesen Opferdiskurs ein, ich möchte nur kurz einiges daran zeigen. Ich verweise darauf, dass ich in meiner letzten Vorlesung über die Funktion und Bedeutung antiker Mythen in einer christlichen Kultur darüber sehr ausführlich gesprochen habe und gezeigt habe, wie dieser Opferdiskurs das ganze Christentum durchzieht, wie der dann sozusagen nach der Französischen Revolution auf das Opfer für das Vaterland übertragen worden ist und bis heute sozusagen katastrophalste Auswirkungen hat. Aber das könnten Sie sich anschauen, wenn Sie das interessiert, auf YouTube unter eben Hammer Tugendhat und diese Mythen. Das ist dann die 9. Vorlesung. Aber ich möchte noch kurz auf eine Geschichte eingehen, nämlich auf diese Geschichte von Abraham und Isaak. Abraham und Sarah konnten keine Kinder haben. Da zeugte auf Anraten von Sarah Abraham mit Sarahs Magd Hagar einen Sohn, nämlich Ismael. Und in der islamischen Tradition wird meist Ismael als der legitime Nachfahre von Abraham angesehen. Also Sie werden sich wundern, wenn Sie sich das im Netz anschauen, was da alles dazu geschrieben wird. Das hat eine, also gerade in dieser ganzen islamischen Tradition hat das eine enorme Bedeutung. Nun, als Abraham und Sarah schon uralt waren, kann Sarah doch noch einen Sohn gebären, nämlich Isaak. Und dann hat Sarah dem Abraham, obwohl sie ursprünglich gesagt hat, zeug doch mit meiner Magd einen Sohn, jetzt, wo sie selber einen Sohn hat, sagt sie, verstoße die Hagar mitsamt ihrem Sohn. Also verstoße diese Hagar, also nimmt Abraham die Hagar mitsamt seinem Sohn Ismael und schickt sie in die Wüste. Also Sie sehen, in diesem Alten Testament geht es wirklich ordentlich zu. Und Gott befiehlt nun Abraham, seinen Sohn, seinen einzigen Sohn Isaak zu opfern. Was ist das für ein Gott, der verlangt, sein eigenes Kind zu opfern? Verlangt wird absoluter Gehorsam. Und Abraham gehorcht ohne jede Widerrede, nimmt Isaak und zwei Diener mit und geht zum Berg, den Gott ihm gewiesen hatte. Ich zeige Ihnen hier diese frühe Miniatur, wo Sie das ganz genau sehen können, wie die Diener mit dem Esel auf den Berg gehen und der Isaak dann noch das Holz schleppt, auf dem er verbrannt werden soll. Und er fragt dann, Isaak fragt den Vater, wo ist denn das Tier, was geopfert werden soll? Oben angekommen wird das Brandopfer vorbereitet und erst im Augenblick, als Abraham im Begriff ist, seinen Sohn zu töten, greift ein Engel ein und lässt ihn an Sohn, also und lässt einen Widder dann an Sohnes statt opfern. Und diese Geschichte, das finde ich ziemlich interessant, die wird jetzt immer und überall dargestellt. Also das ist auch eine der häufigst dargestellten Geschichten, sogar in einer der seltenen jüdischen Darstellungen in dieser
Synagoge in Doraeuropos aus dem 3. Jahrhundert sehen Sie diese Nischen oben, den siebenarmigen Leuchter, und ganz rechts sehen Sie eben diese Geschichte von Abraham und Isaak. Und ganz früh in den christlichen Zeugnissen, zu den allerfrühesten, gehört immer diese Geschichte. Ich zeige Ihnen hier die Katakombe von Calixtus aus dem 3. Jahrhundert, wo Sie auch eben diese Abraham- und Isaak-Geschichte dargestellt finden. Sie ist deswegen so wichtig, eben weil im Christentum eben es Christus selbst ist, der bereit ist, sich zu opfern und damit die Sünden der Menschen auf sich zu nehmen. Und dieser Opfergedanke ist im Christentum überall präsent. Und bereits Augustin hat diese Opfertheologie systematisiert. Augustin schreibt, dass das Opfer für die Menschen muss ein Menschenopfer sein. Also eben nicht mehr wie bei den Heiden ist es ein Tieropfer, es muss ein Menschenopfer sein. Und Augustin verknüpft jetzt das Selbstopfer Christi mit der Erbsünde beziehungsweise mit der Tilgung der Erbsünde. Und in der Eucharistie, im Messopfer, wird das Opfer sublimiert und spiritualisiert. Und Sie sehen auch hier wieder, dass das in der Bibel Moralisée immer in Bezug gesetzt wird. Unten rechts sehen Sie Christus mit dem Kreuz, also die Kreuztragung, und im Medaillon darüber sehen Sie eben Isaak, der sein eigenes Kreuz trägt. Und die Opferung Isaaks tritt nun überall auf. Hier zum Beispiel in diesen beiden Reliefs. Und zwar, da möchte ich ein paar Sätze dazu sagen. Um 1400 sollten das Baptisterium in Florenz neue Türen bekommen. Und das war ein Großauftrag der Stadt Florenz. Und es wurde ein Wettbewerb dafür veranstaltet. Und unter anderem es wurde ein Thema vorgegeben. Und das ist eben kein Zufall. Das Thema war die Opferung Isaaks. Also sozusagen als eines der wichtigsten Themen. Und da haben jetzt Ghiberti und Brunelleschi ihre Entwürfe eingereicht und die Jury hat diskutiert und entschieden, wer hier den Wettbewerb ge gewinnen soll. Ich möchte Sie vielleicht nur kurz darauf hinweisen, bei Ghiberti links sehen Sie, das ist noch letztlich im weichen Stil verhaftet. Also wenn Sie sich die Komposition anschauen, ist es eine Komposition, die einfach auf der Fläche in der Diagonale sozusagen geteilt wird. Links haben wir die Diener, die warten mit dem Esel. Rechts haben wir Abraham mit dem Isaak, komplett frontal eigentlich, also überhaupt sozusagen nicht im Raum irgendwie gedreht. Brunelleschi versucht eine vollkommen neue Art sozusagen der Darstellungsweise, absolut revolutionär um 1400, indem er das Relieffeld nicht mehr flächig linear sozusagen aufgliedert, sondern indem er das in den Raum baut, ja? Versucht in den Raum zu bauen, in einem Relief, das ist schwierig. Das heißt, er zeigt hier den Esel unten mit dem links dem einen Diener, der dem antiken Dornauszieher also gemacht ist. Und dem Rechten, ich hoffe, dass Sie das sehen können, das ist ein Diener, der sich jetzt zur Quelle so herunterbeugt, aber sozusagen nach vorne, mit dem gesamten Oberkörper nach vorne in den Raum hineinbeugt. Und oben dann Abraham und Isaak versucht, alles, was möglich ist, das räumlich zu bauen. Also schon einmal den Altar, nicht bildparallel, den Isaak sozusagen komplett verdreht. Und schauen Sie mal, die Falten von dem Abraham-Gewand bei Ghiberti, ist es noch weich, ist es einfach eigentlich hier eine Linie und einfach die Falten parallel nebeneinander und hier versucht er sozusagen in den Raum zu gehen. Ja, dreimal dürfen Sie raten, wer gewonnen hat. Natürlich nicht der avantgardistische Brunelleschi, sondern der traditionelle Ghiberti. Das können Sie auch heute noch in Florenz dann dem Ghiberti bewundern. Ja, ich zeige Ihnen jetzt einfach noch ein paar Beispiele, wo Sie sehen können, wie präsent dieses Thema ist von Mantegna
und dann von Domenichino, Domenichino, typisch barock, wo eben, also sozusagen Isaac schon ähnlich wie Christus, ja, sich sozusagen selbst opfert, also mit diesem Blick, also sich sozusagen darbietet und mit diesem Blick zum Himmel eigentlich ganz passiv sich selbst eigentlich als Opfer darstellt. Und das ist ja ein Lieblingsbild von mir, das müssen Sie sich mal vorstellen, ja, also 1904 eine Illustration, ein Sonntagsbilderbuch für unsere Kleinen. Also das heißt, man sollte am Sonntag den eigenen Kindern diese Geschichte vorlesen, dass der Vater bereit wäre, sozusagen das Kind zu opfern, weil er so gottgläubig ist, dass er eben Gott auf jeden Fall gehorsam ist. Also eine Geschichte, die eben, und ich denke mir, dass diese Geschichten mit den entsprechenden Bildern, ja, auch wenn wir schon längst nicht mehr ständig die Bibel lesen, aber diese ganzen Vorstellungen und diese Bilder haben sich in unser Denken eingegraben. Ja, und zum Abschluss möchte ich Ihnen noch zeigen, wie ich glaube, dass dieser Opferdiskurs auch in der Gegenwart weitergeht. Ah, das ist noch das Islamische, die islamischen Darstellungen. Ja. Also, in dem 2017, also letztes Jahr, produzierten und im Jänner dieses Jahres in den österreichischen Kinos gezeigten Film Killing of the Sacred Deer von dem griechischen Filmemacher Georgios Lanthimos erhält der Opfergedanke ein unheimliches Revival. Wer hat denn gesehen, den Film von Ihnen? Ah, ganz wenige, das freut mich. Also, ich erzähle Ihnen kurz den Film, ja. Weil mich hat dieser Film wirklich, der hat mich wirklich erschüttert. Ich habe schon viele schlechte Filme gesehen, aber das ist nicht einfach ein schlechter Film, ja, sondern das ist ein Film, der in Cannes vorgeschlagen worden ist für die Goldene Palme, hat sie nicht gekriegt, aber er war, und er hat, ich habe mir das dann im Netz angeschaut, ich bin deswegen hingegangen, weil er im Standard eine so ausgezeichnete Kritik hatte, und dann habe ich mir die Kritiken angeschaut und die waren durchgehend unglaublich positiv, und ich erzähle Ihnen jetzt, also sehr verkürzt, ja, diesen Film. Also, bei einer Herzoperation eines 46-jährigen Mannes stirbt dieser während der OP. Und nach Jahren meldet sich der nunmehr 16-jährige Sohn des Verstorbenen, Martin, bei dem Herzchirurgen. Es wird nicht klar, ob ihm wirklich ein Fehler unterlaufen war. Also er hatte offensichtlich vor der Operation ein bisschen Alkohol getrunken, aber es wird sozusagen nicht aufgeklärt. Aber jedenfalls kümmert er sich aus schlechtem Gewissen um diesen Martin, trifft sich mit ihm, schenkt ihm eine teure Uhr, lädt ihn zu sich nach Hause ein. Und sein Heim ist also sehr reich. Seine Frau ist die Nicole Kidman, die leitet selber eine Augenklinik. Dann gibt es einen kleineren Sohn und eine etwa 13-jährige Tochter. Und plötzlich kann der Junge nicht mehr gehen und nicht mehr essen. Und kurz darauf die Tochter. Und da sehen Sie die Tochter mit Martin und rechts den Sohn. Und Martin prophezeit nun diesem Herzchirurgen, dass sich der Zustand verschlimmern werde. Also, dass der Sohn nicht mehr gehen kann, nicht mehr essen kann und dass er bald aus den Augen bluten werde. Das sei dann sozusagen schon das allerletzte Zeichen. Hier sehen Sie, wie das Blut aus den Augen rinnt. Und dass dasselbe der Tochter passieren wird. Die wird auch nicht mehr essen können, nicht mehr gehen können und sie wird bluten. Und dann wird das auch der Frau passieren und sie werden alle sterben. Und die einzige Chance überhaupt, also nicht alle sterben zu lassen, ist, dass er diesen Sohn töten muss. Er sagt, jetzt hast du meine Familie getötet, jetzt musst du deine Familie töten. Und er versucht natürlich, also der Arzt versucht natürlich mit allen Mitteln, ihn davon abzukriegen, was aber absolut natürlich nicht gelingt. Und das Ende ist, dass der Arzt seinen Sohn tötet, er erschießt ihn und
Die Tochter kann wieder gehen, kann wieder essen. Wunderbar. Er hat wenigstens sozusagen, er hat den Rest der Familie gerettet. In den Kritiken, die ich gelesen habe, wurde die Tragik mit antiken Mythen verglichen, vor allem mit der Opferung Iphigeniens durch Agamemnon, weil dieser einen Hirsch der Göttin Artemis erlegt hatte und somit deren Zorn entfacht hatte. Also deswegen, also der Titel heißt ja Killing of a Sacred Deer, also Töten eines geheiligten Tieres. Also das ist schon sozusagen auch vom griechischen Filmemacher ist diese Verbindung sozusagen gemacht worden. Ja. Also ich frage mich, wie ist es möglich, dass man ein archaisches Opferritual totale Qualen unkritisch in die Gegenwart versetzen kann und das auch noch esoterisch überhöht. Eine Schuld soll durch die Opferung des eigenen Sohnes getilgt werden können. Also Sie sehen, wie ähnlich das jetzt ist mit der ganzen christlichen Ideologie und wie ähnlich das eigentlich mit dieser ganzen Abraham-Isaac-Geschichte ist. Und ich frage mich, was soll dieser Irrationalismus und die Glorifizierung des Opfergedankens? Mein Plädoyer dagegen ist, Auseinandersetzung mit Schuld, Analyse, aber keine Opfer, weder für einen jüdischen noch einen christlichen oder muslimischen Gott und auch nicht mit irgendwelchen esoterischen Hintergründen. Ja, danke. Wir haben noch Zeit zur Diskussion. Falls Sie irgendwie das möchten, haben wir heute ausnahmsweise ein bisschen Zeit.